Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge sind wir hier endlich in der Stadt angekommen, nachdem wir 10.000 ausgegeben haben. Und nun schauen wir uns hier ein bisschen um. Ich hoffe, dass mein Controller nicht spacken wird, weil ich gerade ein Kabel angeschossen habe statt Wireless. Und ja, wollen wir erstmal hier mit ein paar Leuten reden. Nell. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest Tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Der Sport interessiert mich nun wirklich nicht. Sie sind alle richtig klasse. Ich bin nicht hier, über Teams zu quatschen. Ja, das ist richtig. Lügen. Ich spiele für Anticleos Darlings. Erkennst du mich denn nicht? Schade. Geht nicht. That's a shame. Tossball's just about the only good news we get around here. When our frequency's not too clogged up, anyway. So, what can I do for you? Du sagtest, ihr hättet Probleme, Übertragung von Wurfballspielen zu empfangen? Graham's always filling the airwaves with this propaganda. Like it's done him any good. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Na gut, dann kümmere ich mich halt nicht drum. Ich dachte, ich kann dir helfen. Oh, Wurfballkarte. Auf mich anzugucken, ich will klauen. Klaue ich halt hier. Aber ich mache vorher die Tür zu, nicht, dass sie mich dabei sieht. Oh, der ist leer. Die Tür geht nicht auf, schade. Nichts mit klauen heute. Oh. Was haben wir denn hier? Gratis-Stuff. Ich muss sagen, wenn man anfängt zu klauen, hat man immer genug. Ja. Wobei es hier nicht viel zu klauen gibt. Schade eigentlich. Nudeln. Nehme ich alles mit. Hätte ich alles gebrochen. Diese Scheißwaffe, ich muss die noch irgendwie weglegen. Was haben wir hier endlich noch? Ulti-Natur. Anti-Cleo. Wo habe ich denn die her? Nein. Ich will die mit der tauschen hier. Das geht ja nicht, weil ich sie gerade anhabe. Alles klar, gar kein Problem. Ich muss mich an die Steuerung wieder gewöhnen. Ach, das war hier. Erst war meine Lieblingswaffe. Die lege ich ja sowieso nicht aus der Hand, ne? Okay, dann nehmen wir dich runter und dich rein. Und dann gucken wir mal, was wir da haben. Was soll das da? Ach, die explodieren nach einer Weile. Das ist ein Needler! Halo lässt grüßen. Alles klar, cool. Probieren wir mal aus. Die hat immerhin 222 Schaden. Pro Sekunde. Ah, gut, okay, weil sie schnell schießt. Anti-Cleo. Ist aber jetzt... Ist das eine legendäre Waffe? Wieso haben wir die bekommen? Und wieso wurde mir nicht Bescheid gesagt? Na, egal. Ich hab sie. Lieblingswaffe ausgerüstet. Perfekt. Kann ich hier noch irgendwas klauen, bevor ich irgendwie anfange zu questen? Oh, hallo, Leiter. Ah, Bitmodul. Jetzt sind wir auf den Dächern der Stadt. Bringt mir das irgendwas? Kann ich damit irgendwas anfangen? Kann ich hier rüberlaufen? Ich kann mir hier das Bein brechen. Das ist wirklich toll. Aber ich kann da nicht rüberlaufen. Was bringt mir das, da hochzuklettern? Oh. Stuff. Na gut. Sah von am Anfang eigentlich größer aus, aber ist... Die meisten Türen sind hier geschlossen. Got any news from the rest of Halcyon? Ja, die sind alle tot. Ich weiß. Die meisten Türen sind hier einfach zu. Ey, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich würde gerne den MacDietrich klauen. Hat jemand gesehen? Was geht mit dir ab? I think I'm gonna be sick. Reiß dich zusammen und sag mir, was passiert ist.
I clean the apartments while everyone's at work. I've seen all sorts of messes, but this... If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Controller? Controller? Hallo? Diese Scheiße! Ich brauche ein anderes Kabel. Das Kabel ist echt für den Arsch irgendwie. Oder ich steck das mal hier rein. Ja, irgendwie ist das Kabel für den Arsch. Ich hab's wohl kaputt gemacht. Wie alle anderen Kabel auch. Ich mach Kabel gerne kaputt. Falls ihr jemanden braucht, der mal Kabel kaputt macht, ich bin Profi. So. Okay, unten links, ja. Oh, Verkaufsautomaten. Ich hab ein bisschen was zu verkaufen. Was für ein Zufall. Was habe ich denn da? Ja, dich verkaufe ich auf jeden Fall nicht. Maschinengewehr, ja gut, ganz weg. So, hier habe ich noch ein bisschen Stuff. Den Rest wird es mal behalten, ja. Der ganze Crap kann weg. Muss ja erstmal wieder an Geld kommen. Ach, da ist die Leiche. Durchsuche das Apartment nach Hinweisen. Die Ratte aus Edelstahl. Du bist das Opfer, ja? Jetzt siehst du noch Opfer aus. So, zack, zack, haben wir nachgeladen. Na gut, besteht ja jetzt kein mehr, dass ich hier Dinge klaue, ne? Das ist doch schön. Weiß gar nicht, was er hat. Der scheint ausgerutscht zu sein von dem blutigen Boden, der hier ist. Denke ich, dass das so irgendwie Fremdeinfluss war. Wurfballwettbewerb. Dieser Wettbeleg dokumentiert einige sehr optimistische Wetten für ein Team namens Mostly Colonists. Er wurde von Leftfield Tossball Betting ausgestellt. Ja, dann wird er der Täter sein, der hier die Blutlache hingelegt hat, damit der Typ ausrutscht. Oh, eine Tasche. Hastig gepackter Koffer. In diesem Koffer wurden mehrere zerlumpte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Wahrscheinlich wegen dem Wurfballturnier. Oder jemand wollte damit das Blut aufwischen, damit keiner ausrutscht. Das kann auch sein. Untersuche Leftfield irgendwas. Alles klar, aber erstmal wird hier untersucht. Hallo? Ich sehe eine Termina. What do you think you're doing? Gar nichts. Carry on. Ich habe nicht gesehen, dass hier jemand drin ist, sorry. We don't get many outsiders. Starr einfach weiter auf den Bildschirm. So, an Nandy S. Guten Tag, ich störe nur ungern, aber aus der Wohnung über mir strömt ein fauliger Geruch. Ich weiß nicht, was Celia da oben macht, aber sie arbeitet für dich, nicht wahr? Könntest du vielleicht mit ihr darüber sprechen? Aber wir sind doch ganz unten. Isaac, kannst du bitte deine Fenster schließen? Wie ich bereits zu erklären versucht habe, können geöffnete Fenster, insbesondere wenn Essen in der Nähe ist, Mantischwärme anlocken und ein Mantischwarmbefall ist ein Problem für uns alle. Sind es diese großen Vier? Braxton, ich weiß, du bist Tag und Nacht unterwegs. Das weiß ich, weil ich dich zu jeder erdenklichen Uhrzeit kommen und gehen höre. Aber vielleicht könntest du versuchen, deine Tür etwas leiser zu schließen. Ich habe angeschlagene Nerven und jedes Mal, wenn ich deine Tür knallen höre, befürchte ich schon ein zweites Amber Heights. Ich kenne nicht mal das erste. Das heißt... In der Wohnung oben ist noch eine Leiche. Oh, guck mal.
noch mehr Gratis-Stuff. Whatever you do, don't mention Tossball to Isaac. You'll never hear the end of it. You know, I haven't seen him in a while. If you'd gotten stuck in an hour-long rant about mostly colonists, you'd be thankful. So. Isaac ist also ein Wurfball-Fan. Ich weiß nicht mal, wer Isaac ist. Außer The Binding of Isaac. Aber ich glaube nicht, dass er dabei mitspielt. Du bist... You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Ist das die mit den komischen Nerven? Die hat aber auch komisch große Pupillen. Ich glaube, die nimmt Drogen zu sich. Ich wollte dich nicht erschrecken. Alles gut. Hätte dich mal tun und machen lassen sollen. Ja, ja, ich beklau dich mal hinter deinem Rücken, ne? Stört dich ja nicht. Wie einfach hier es zu klauen ist. Du musst nicht mal schleichen. Du stehst einfach nur da und freust dich deines Lebens. Okay, diesmal passe ich auf, dass niemand hier ist. Oh, verschlossen. Das muss ja was Gutes drin sein. Sachen zu verkaufen. Oh. Oh. Noch mehr Sachen zu verkaufen. Inferno-Sense. So schade, dass ich keine Nahkampfwaffen benutzen möchte. Weil ich auf hart spiele. Und es mich wahrscheinlich zertöten würde. Okay, das heißt, tatsächlich ist die Leiche nur unten gewesen. Dann gehen wir mal zum Field und gucken uns das Field an. Das wird wahrscheinlich die Apotheke sein, oder? Tagebuch. Pillendöschen. Achso, das eine und dasselbe. Die Ratte aus Edelstahl. Da, untersuche Leftfield Tossball Betting. Achso, nee, das ist ja hier. Sorry, ich hab mich vertan. Ich wollte woanders hin. Ach, wir müssen raus. Okay, oder auch nicht. Ach so, heißt der Laden hier. Du guckst ja gerade nicht hin, ne? Die passt nicht mal auf. Ich kann auf ihrem Tresen stehen und alles beklauen, ey. Nein, will ich nicht. Komm. Ich habe diesen Wettschein in der Wohnung eines toten Mannes gefunden. Hast du eine Ahnung, was mit ihm geschehen sein könnte? Achso, Isaac ist tot. Ich würde gerne helfen. Isaac war ein süßer Mann, selbst wenn er terrible Teeth hatte. Was haben seine schlechten Zähne damit zu tun? They were pretty distinct. Monarch doesn't exactly have a thriving dental industry, and Isaac seemed to get stuck in all sorts of bad habits, dietary and otherwise. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter, other times he'd keep betting on a losing team, started owing the wrong people money. Eine Sekunde, ich muss mal kurz meine Cam fixen. Eine Zeit lang hat er literweise Purple Berry Punch getrunken. Andere Male hat er immer wieder auf Verliererteams gewettet. Bald hat er den falschen Leuten Geld geschuldet. Das klingt nach der Pechsträhne. I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Dann werde ich, Den werde ich schon zeigen. Good. Someone's gotta. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Okay. Dürfen wir ein paar Leute erschießen? Da bin ich nämlich immer dabei. So, da müssen wir wahrscheinlich früher oder später auch mal rein. Ich frage mich, ob wir jeden Herrscher erschießen im Endeffekt. Wahrscheinlich schon. Ist ja eigentlich voll mein Ding. Komme ich hier durch? Aha.
Think they're watching the same serials, following the same tossball games? Was geht denn jetzt mit dir schon wieder ab? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong. Like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a Raptodon is melting him with acid as we speak. Du vermisst dein Kind. Wo hast du es zuletzt gesehen? Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the man to save your little Tucky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the Raptodons, Mantisaurs and Marauders, the toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? Alles klar, mach ich schon. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouth. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Ich werde ihn mehr als die Nase brechen, ja. Coole Rüstung. Achso, nee, es sah aus wie so ein Fluganzug. Ja. Keine coole Rüstung, sorry, Dude. Oh, jetzt gehen wir raus. Ich mag es, wenn ich in Städte rumzulaufen. Ist immer so langweilig. Nicht nur für euch, auch für mich. Quatschen immer alle so viel. Viel Kopfschüsse verpassen, nicht quatschen. Ein gefallener Begleiter steht am Ende des Kampfes wieder auf. Es sei denn, du spielst auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad. Ja, das tue ich. Okay, da wären wir in Monarch. Ich hoffe, hier sind die Gegner ein bisschen leichter als auf der anderen Seite der Welt. Weil das dürfte eigentlich gar nicht mal so weit weg sein. Ist da schon ein Gegner? Ich habe ein rotes Visier, achso. Habe ich Zugriff auf die Karte? Das ist gar nicht mal so weit weg. Ich hätte hier einfach durchrennen können. Wie so ein Bekloppter. Und nicht auf Gegner achten. Verdammt. Wieso habe ich daran nicht gedacht, einfach durchzurennen? Okay. Wie viel haltet ihr aus? Oh Gott, du bist groß. Eine Menge. Ich weiß nicht mehr, wie Zeitlupe funktioniert. Wir probieren mal die Waffe hier aus. Zack, 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 zack. Ich glaube, der ist tot. Gibt's hier eigentlich bei denen sowas wie kritisch? Oh mein Gott! Du bist in der Vergangenheit zu oft auf Raptidons gestoßen, was Spuren bei dir hinterlassen hat. Wenn du oder einer deiner Begleiter von einem Raptidon angegriffen werden, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Geschicklichkeit, Wahrnehmung, nehme ich an, klar. Ich nehme immer gerne Vorteile. So, was haben wir denn hier für gute Vorteile? Erhöht den Schaden, den du bei mit Wissenschafts... Ja, nö. Erhöht den Lauf- und Aktionstempo, wenn... Okay. Erhöht die Reichweite, in der alle interaktiven Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben werden, ohne dass du direkt ansehen musst. Du kannst Händler dazu bringen, dir mehr Bits zu zahlen. Das ist gut. Du erhältst einen Bonus auf Dialogfähigkeiten, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, ist auch gut. Erhöht den Bonus auf Tragekapazität, den du durch deine Begleiter erhältst. Nee, ist kacke. Wenn du einen Gegner tötest, wird die verbleibende Abklingzeit der Begleiterfähigkeit reduziert. Nein. Wenn du eine Begleiterfähigkeit... Nein. Wenn du ein Ziel kritisch triffst, besteht die Chance, dass ein Begleiter... Nein. Nehmen wir das. Oh. Kann ich die wieder zurücknehmen? Ja. Händlerpreise. Alles klar, Leute. Ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Okay. Sehr schön. Die sind ein bisschen härter drauf, als ich dachte. Ne, ja, die haben auch keinen kritischen Punkt, den ich anvisieren kann. Nicht so wie bei Menschen.
Oder doch? Gibt es? Du hast nichts gesehen, Bro. Du hast nicht gesehen, wie dein kleines Kind zu Tode gekommen ist. Kommst du jetzt in meine Richtung? Kritisch. So, gut. Der Kleine kann mir eh nix. Kaboom. Kaboom, sagte ich. Kipp um. Bitte. Bin froh, dass der nur schießen kommt und nicht beißen. Uff. Erstmal alles einsammeln, was geht. Oh, ich hätte das alles auch explodieren lassen können. Oh, verflucht. Dass ich da niemals dran denke. Oh nein, ich höre weitere Viecher. Und ich sehe Leichen. Ach Gottes Willen. Aber es sind nur kleine. Du beißt gerne, ne? So, behalt mal deinen stinkenden Atem für dich. Ich will ihn nicht haben. Okay, dann gehen wir mal zu der Leiche hier rein. Kann ja nur gut werden. Plündererschläger. Also Plünderer sind mir um einiges lieber. Keine Ahnung, ich mag es halt einfach auf Köpfe zu schießen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen brutal an, also in Spielen, ne, natürlich. Also ich bin jetzt keiner, der hier durch die Gegend läuft und irgendwelche Steine gegen Leute wirft. Profi-Wurfball-Blocker, okay. Mentales Gel. Dinge, die ich niemals verwenden werde. Wahrscheinlich nicht allzu bald. Irgendwann bestimmt, wenn ich mal wieder in Not gerate. Dann setze ich ja gerne mal alles ein, was ich finden kann. So, wir müssen eigentlich unsere Waffe langsam mal wieder reparieren, ne? Muss da hinten hin. Abgesägte Schrotflinte, MK2. Boah, kann man mitnehmen. Guck mal, da schläft einer. Er kuschelt. Haha, mit dem Spread. Oh, wie süß. Guck dir das an, wie süß das ist. Vielleicht wurde das auch so inszeniert, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ihn jemand schlecht aussehen lassen. Halskette. Adreno, leichte Munition. Jagdausrüstung. Fernkampfwaffenfähigkeit. Oh, das ist gut. Fernkampfwaffenmodvisier. Ein Zielfernrohr mit. Ja, kann ich eh nicht verwenden. Das weiß ich doch. Warte mal. Mir hat die Quest doch gesagt, ich soll hier raus. Oder habe ich die Quest erledigt? Ich meine, ich müsste jetzt eh mal meine Waffe langsam wieder sauber machen. Hä? Aber das Spiel hat mir gesagt, ich soll raus. Untersuche Elijah und seine Gang. Ich habe mich schon gefreut, dass ich ein bisschen was machen kann. Okay, da sagt mir jetzt nicht der. Ah, hier entlang. Hallo, Elijah und seine Gang. Soll ich einfach mal erschießen? Ich meine, ich habe gerade gespeichert, ne? Ich kümmere mich um die. Hab ich gekümmert? Ist jemand sauer auf mich? Nein. Mag mir jemand helfen? Leute? Wache? Wache, guck mal. Schlag mal die Waffe. Schlag doch die... Was ist denn? Okay, wie sich einfach kein Schwein um mich kümmert. Ist okay, ist okay. Ich meine, wir haben ja gespeichert. Ich habe nur ein bisschen Spaß gemacht, das ist ganz klar. Hätte sie natürlich töten können, wenn ich wollte. Wollte ich aber nicht. Außerdem hatten sie verdammt viel Leben. Habe ich gemerkt, als ich ihm einen Headshot verpasst habe und er nicht gestorben ist.
Deswegen quatschen wir jetzt mal eine Runde mit ihm. Hat niemand gesehen. Okay, Elijah und die Gang, dann reden wir mal mit euch. Who the fuck are you? This is- hey, what are you doing here? This is our secret alley. Secret alley. Berta already pissed by those crates to market. Ich weiß, dass du Isaac ermordet hast. Listen, that purple tooth twerp had it coming. Not that anyone has proof. And not that it's any of your business. Na gut, vergessen wir die Sache einfach. I don't think so. You're a loose end now. Oh. You pick the wrong... Wache! Wache! Helft mir doch. Oh Gott, das wollte ich nicht. Wie die Wache einfach nur zuguckt. Kein Wunder, dass hier irgendwelche Leute sterben. Du bist blind, mein Freund. Okay, laufen wir einfach mal eine Runde. Okay, pass auf. Das können wir eigentlich viel besser mit der Waffe machen. Wenn wir einfach die ganze Zeit im Kreis laufen. Warten, bis unsere Zeitdingenskirchen fertig ist und dann verpassen wir ihm einfach ein Handy. Zack. Alter, Elijah, stirb doch mal. Hä? Läuft er jetzt weg? Ich glaube, der ist wirklich blind. Der heilt sich einfach wieder. Hä? Oh, ich bin zu weit weggelaufen. Das ist ja lull. Okay. Ist einer von euch schon tot? Oh, der Schläger guckt mich an. I'm under attack! Hab ich gesagt, okay, man kann die Nachladeanimation stoppen. Ich laufe einfach hier um die Leute rum. Was will er machen? Au! Ich hab gesagt, was willst du machen? Hör auf zu cheaten, Junge. Damn! Voll ins Auge. Du kannst nichts sehen, Junge. Du kannst nichts sehen. Hör auf zu lügen. Moonman-Helm! Wieso auch immer. Oh Gott, er ist ein Moonman. Ich habe einen Moonman umgebracht. Oh. Ich meine, ich kann hier Leute in der Stadt erschießen. Dann kann ich doch bestimmt noch... Nein, das ist nicht... Oh, oh. Ich lege meine Waffen weg. Ich ergebe mich. Gut, ihr wollt es so, ja? Ist mir alles scheißegal. Ups. Was sind so... Ja, ist ja gut. Jetzt sind sie alle hinter mir her. Und damit schließen wir mal wieder eine Folge mit einem Fail. Das passiert recht häufig irgendwie bei mir. Keine Ahnung warum. Leute, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, wenn wir endlich raus dürfen. Oh, ich freue mich. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.